Henning Baum rettete einer Frau während einer RTL-Reportage das Leben. Vor 30 Jahren absolvierte der beliebte Schauspieler eine Ausbildung zum Rettungssanitäter. Für seine TV-Reihe Einsatz für Henning Baum kehrte er in die Rettungswache nach Essen zurück. Ein Einsatz wird dem 50-Jährigen dabei wohl besonders in Erinnerung bleiben. Während der Dreharbeiten wurde das Rettungsteam um Baum in ein Pflegeheim gerufen. Dort fand der Schauspieler eine Seniorin vor, die bewusstlos auf dem Boden lag. Der Schauspieler erkannte sofort, wie ernst die Situation war und startete die Reanimation. Mit Erfolg. Ich habe 5 bis 6 Mal gedrückt und dann kam die plötzlich wieder, schilderte der Schauspieler den dramatischen Moment. Doch die Extremsituation ging gut aus und die Frau konnte später sogar wieder lächeln. Neben diesem heftigen Vorfall wurde Baum im Rahmen der Reportage aber auch mit den alltäglichen Problemen in der Notfallversorgung konfrontiert. Neben überlasteten Krankenhäusern und fehlenden Rettungswagen geriet vor allem ein Problem in den Fokus: Personen, die den Rettungswagen rufen, obwohl es sich gar nicht um einen Notfall handelt. Für die Retter eine extreme Belastung. Baum hat dazu eine klare Meinung. Die Männer und Frauen auf dem Rettungswagen gehen täglich an ihre Grenzen, um Leben zu retten. Das sollen wir wieder mehr würdigen. Auch indem wir uns bewusst machen, wofür der Rettungswagen da ist. Für Notfälle.